Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles in der Definitive Edition im Epilog. Ich habe beim letzten Mal nach einigem Heckmeck gegen Ende des Parts hier die nächste Leibspeise von Pororo an mich gerissen. Wir sind gar nicht mehr so weit weg von Alkamoth, von unserem eigentlichen Ziel, haben aber gefühlt auch noch 10.000, keine Ahnung, Quadratkilometer an Fläche hier abzusuchen, bevor wir uns mit der Hauptstory weiter auseinandersetzen werden, auch wenn ich darauf ebenfalls sehr gespannt bin und mich sehr darauf freue, wenn der Punkt irgendwann mal erreicht ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt werde ich jetzt erstmal schauen, dass ich meine Grenze so ein bisschen abstecke. Whisper Windbrücke. Aha. Und mal gucke, wie weit ich jetzt hier voranschreiten kann, ohne dass ich irgendwas triggere, was die ganzen Geschehnisse hier weiter voranbringt in Form von Cutscenes und hast du nicht gesehen. Ich meine, der Schlüsselpunkt wird ja vermutlich sein, dass wir den, hab schon wieder vergessen, wie der heißt, diesen Wächter, der Alkamoth bewacht und der sich dort irgendwie verschanzt und niemanden reinlässt, der uns ja auch zu Beginn des Spiels davon abgehalten hat, dort anzukommen. Den werden wir wohl aus dem Weg räumen müssen, um in Alkamoth dann irgendwann weitermachen zu können. Aber das ist noch Zukunftsmusik und das ist eine Zukunft, die nicht hier und heute stattfinden wird. Es sei denn, ich renne da jetzt rein, weil ich vielleicht töricht bin und gar nicht checke, dass ich das genau an dieser Stelle auslöse. Aber ich schau mal. Weil guck mal, das Fähnchen ist noch relativ weit entfernt. Ich gehe mal davon aus, dass, solange ich nicht unmittelbar dort angekommen bin, dass hier auch wenig passiert. Ich spekuliere so ein bisschen auf einen Reisepunkt, der einem vielleicht die ganze Lauferei auch ein bisschen abnimmt, wenn ich mich irgendwann dazu entschließe, hier weiterzumachen. Tolle Aussicht auf jeden Fall. Ey, diese Haltenetze hier, ne? Die bringen relativ wenig. Also doch, die werden wahrscheinlich die Brücke halten, aber zum Festhalten der Leute, weiß ich nicht, ein bisschen hoch angesiedelt, ne? Sieht aus, als würden hier Riesen normalerweise entlang marschieren. Vielleicht ist dem auch so, keine Ahnung. Aber ja, für unsere Körpergröße eher ein bisschen zu überdimensioniert. So, warte mal, beim letzten Vogel hatte ich Glück, dass der mich nicht gespottet hat. Könnte das hier auch nochmal klappen? Ich meine, der ist blau. Ich werde vermutlich hier kein allzu großes Problem haben, den zu legen, oder? Wobei, das habe ich in der letzten Folge auch gedacht, als ich die erste Spinne mit Eigennamen versucht hatte zu bekämpfen, was mal ziemlich in die Hose ging. Und seitdem bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Andererseits ist da auch ein gravierender Unterschied zwischen Gegnern mit Eigennamen und solchen, die ganz normale Standardgegner sind, so wie der hier. Wie man auch gerade unschwer erkennt, alles voll im Rahmen des Machbaren. Ist das der erste Rogel? Ist das der erste Rogel, den ich hier bekämpfe? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Diese Grovodras, die hatten wir, das waren die ersten richtigen Vogelgegner. Aber ich glaube, dort, wo ich die erstmals bekämpft habe, oh, guck mal hier, da gab es keine Rogels. Aber ich würde dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Ah, guck mal, ich glaube, das können wir auf jeden Fall starten. Das ist schon mal was sehr, sehr Feines. Gruppe, das sollten wir doch in 0, nichts angepasst kriegen. Und dann bin ich mal gespannt, worüber die zwei sich jetzt hier unterhalten werden. Wie heißt das Ding? Ein Leben ohne Visionen. Na, mal gucken. Ah, Shulk. Did something catch your eye? Wow, what a view. It's nice to see the capital like this. Being able to see it from here, it's enough to make me tense up. In all honesty, it's making me consider my position and standing. I see. My brethren, who transformed into Telethia back then, and those who survived, feeling the sadness that seeped into this land. And then, my father and brother's expectations, calling me the hope of the High Entia. I must be an empress worthy of taking on that mantle. But I don't know how.
much as I hate to admit it, I have not been able to find the right answer yet. Melia. Shulk, you of all people must surely understand. You who secured a future for all of us in that decisive battle. You know, I've been thinking a lot lately about what my visions were. Oh? The future that Zanza wanted. That was certainly one of the things I saw. But we fought to deny that future. And in doing so, forged our own path. That's part of it, too. Hmm. But now that I can no longer see them, I find myself doubting. Were we really, actually determining our own fate all along? Well, it's a good question. But look, you have saved me more times than I can count. That did not come about because of your visions. You used your own judgment, and you chose to act, did you not? And thanks to that, I believe I've grown as an individual as well. I hardly think I said anything funny. I'm sorry. You're right. I want my actions to have meaning too. Not to craft Zanza's future. Nor defy him and bend the world to a future of our design. But to give the freedom to choose, to all beings that call this world home. Freedom to choose, huh? What would my father and brother wish for? I wonder. I don't think you need mystic visions to work that out. Hmm? They just want you to be happy, right? My gloom is no match for you, Shulk. It's just as you say. To become the hope of the High Entia is a fate I choose for myself. Those were the words Father imparted to me. There is no need to fear. That is how my brother encouraged me. I've been so impatient and homesick. I nearly forgot those most important words. I can hear Father lecturing me even now, chiding me for my foolishness. I give you my thanks, Shulk. It's nothing. To lack clear-cut answers is hardly a sin. But a sin it would be to cease searching for those answers altogether. For the High Entia who live on in this land. Nay, not only the High Entia. For the sake of all the people of this world, that they may decide the future as equals. That is the vision I choose to guide me. That is the future I wish for. Yeah, if anyone could make it happen, it's you. But I won't lie to you. The road ahead will be long and arduous. I hope you won't mind me lending a hand. After all, that's the future I want, too. Shulk. Indeed, it'll be my pleasure. Na, da sind sie sich aber einig. Aber das wussten wir auch vorher schon, oder? Also Shulk und Melia haben, glaube ich, ein ziemlich ähnliches Wertesystem und, wie Shulk schon gesagt hat, so einfach wird das nicht, aber ich glaube, Melia ist auch in sehr, sehr guter Gesellschaft und damit meine ich nicht nur das Team, sondern auch die ganzen Bewohner der ganzen Städte und Dörfer hier. Ich glaube, vielen geht es so wie ihr, dass man sich genau das eben wünscht, dass jeder seine eigene Vision zur Realität werden lassen kann und jeder sich selber frei entfalten kann und alles und überhaupt. Ich glaube, mit dieser Idee wird sie viele anstecken können, wenn sie nicht bereits angesteckt sind. Bin am Überlegen, soll ich Melia jetzt eine Weile mal wieder im Team lassen? Man könnte es mal probieren. Mir kam jetzt auch gerade der Gedanke, dass ich schon eine Weile nicht mehr die Ausrüstung gecheckt habe, sondern immer fleißig einsammle, ohne
ohne mal zu gucken. Aber es scheint auch einen guten Grund dafür zu geben, denn viel ist hier seitdem irgendwie nicht passiert, wenn ich hier so drüber schaue. Dieser Weisheitsstock, warte mal. Ich würde Äther 3 nach oben und Äther abwärts 2 runter tauschen. Gegen genau das Gleiche, oder? Hä? Macht das einen Unterschied? Nee, Weisheits... Nee, das ist doch der, den habe ich doch ausgerüstet. Ich vergleiche gerade... Geil, ich vergleiche gerade, was ich ausgerüstet habe, mit was ich ausgerüstet habe. Das ergibt total Sinn. Kann man mal machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. So, warte mal, hier ist auch schon ausgerüstet und hier auch. Es sei denn, das Prinzessinnenkleid unten ist noch gut, aber das ist nicht der Fall. Irgendwie findet man wenig, ne? Diesen Valakrog. Oh, das sieht ja interessant aus. Die Kombination aus Schwarz und Gold finde ich wunderschön, wenn ich ehrlich bin. Aber das, was sie jetzt anhat, gefällt mir auch. Nur die Stats, die können nicht so ganz überzeugen. Deswegen muss sie jetzt erstmal bei dem bleiben, was sie hat. Und hier, ja, werde ich jetzt auch nicht großartig was verändern. Und dann können wir hier nochmal ganz grob drüber schauen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir hier noch irgendwas haben. Hier ist nur eine Zeile ausgeleuchtet, deswegen brauche ich auch nicht so genau hinzuschauen. Was haben wir hier? Dieser Samenboom. Der könnte eventuell besser sein. Der Mindestwert erhöht sich, aber der Maxwert geht runter. Eigentlich finde ich den Mindestwert sogar wichtiger als den Maxwert. Weil du mit jedem Schlag davon profitierst, ne? Während du beim Maxwert diesen Effekt halt nicht hast. Schwierig, warte mal. Ätherabwehr geht runter, dafür geht die Blockrate nach oben. Das nimmt sich halt jetzt nicht so viel, ne? Aber die physische Abwehr geht hoch. Ich glaube, der soll das ja einmal bekommen. Wobei, damit habe ich jetzt auch meine Dings abgegeben. Meine Slots, beziehungsweise den einen Slot. Na, nee, dann belassen wir es jetzt dabei. Und dann muss ich mal warten, bis ich eine Waffe bekomme, die deutlich besser ist. Also ohne, dass man da erstmal anfängt zu überlegen. Und bei den anderen ist soweit alles okay. Achso, und hier kann ich mir die Optik aussuchen, welche Waffe ich hübscher finde. Ich finde, die hier sieht so ein bisschen robuster, kerniger aus im wahrsten Sinne. Sah wirklich aus wie ein Deku-Kern aus, so ein bisschen aus Ocarina of Time. Ja, nee, dann belassen wir es erstmal dabei und gucken, wie gut oder schlecht wir hiermit vorankommen. Ich finde, dass Shulk auch aussieht. Das ist mir in der Szene gerade wieder aufgefallen. Wie so ein Charakter, der direkt aus irgendeinem Star Ocean-Teil entsprungen ist. So, hier muss ich jetzt langsam ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier gehe ich erstmal noch nicht weiter. Bei Alkamoth ist da hinten, aber hier muss es irgendeinen Teleporter oder irgendeine Verbindung geben. Nee, also mein Wunsch hat sich definitiv nicht erfüllt, hier nochmal einen Reisepunkt mitzunehmen, aber das ist okay. So, was mache ich mit diesen Ausrufezeichen hier? Ich habe immer noch keine Möglichkeit gefunden, den unteren Bereich hier irgendwie zu kriegen, weil ich vermute, dass das hier alles ein Weg sein wird. Vielleicht wird ja auch hier... Ich kann mir vorstellen, dass der Aufbau so ist, dass du hier irgendwo ganz am Ende einen Abstieg hast und dann den ganzen Bogen hier nochmal rüberlaufen kannst, was voll okay wäre. Ich hoffe nur, dass ich hier nichts übersehen habe in dem Bereich, wo ich halt bisher schon gewesen bin. Aber ich porte mich jetzt mal hier hin, weil dann weiß ich relativ genau, wo ich jetzt als nächstes weiterlaufen möchte. Und zwar... werde ich jetzt hier mal den rechten Rand bzw. den gegenüberliegenden einmal abfrühstücken. Und das Ganze am liebsten am helllichten Tage. Ich habe es in den letzten Gebieten zuletzt so ein bisschen versäumt, finde ich. Auch immer mal wieder nachts zu schauen, ob hier irgendwas ist. Aber das ist halt bei der Größe des Gebietes auch nicht so leicht, ne? Ich mache das immer in Städten und Dörfern und in irgendwelchen Siedlungen, wo man hier und da mal strandet, wo sich halt viel Fußvolk, sage ich mal, bewegt. Aber hier habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Was ist das hier? Was ist das hier? Wie stark sind die Gegner? Die sind auf jeden Fall blau. Und wir haben Eulen. Am Ende der letzten Folge... Oh, guck mal, da ist sogar ein Pororo, oder? Oder bist du... Nee,
Ist hier nicht eingezeichnet? Da ist irgendein anderes rotes Item. Vielleicht hat das was mit dem Bruder zu tun. Mit dem, ich nenne den mal den Fleefy-Bruder. Um das irgendwie einordnbar zu machen. Wie ist denn das Adjektiv von einordnen? Einordnungsbar, einordnbar, das klingt alles völlig kaputt. Wahrscheinlich gibt es dafür auch gar kein Wort und ich spinne mir hier schon wieder was zusammen. So, Herr oder Frau Eule, das war es erstmal mit Ihnen. Wer mischt jetzt hier mit? Achso, hier unten sind auch noch Gegner am Boden. Ich habe mich jetzt so auf die Eulen konzentriert, dass ich die Igler schon wieder komplett verdrängt habe. Aber da kriegen wir schnell Abhilfe geschaffen. Wenn wir einfach mal ein bisschen Remi-Demi machen, so wie die auch. Wie viele gibt's denn von euch? Ey, durch die ganzen Nopon im Schlepptau ist auf dem Kampffeld ganz schwer zu überblicken, wer hier Freund und wer Feind ist und wie viele Leute überhaupt am Kampf beteiligt sind. Also da den Überblick nicht zu verlieren, das ist schon ganz hohe Kunst. So. Als ich auf diese Ecke hier zugelaufen bin, hätte ich echt schwören können, dass es hier einen Gegner mit Eigennamen gibt, weil ich finde, dass die sehr, sehr auffällig ist, so. Die ganze Ecke. So, ich habe ja Melia auch im Team. Ich weiß gerade gar nicht mehr... Oh, das ging schnell. Das ging gerade sehr schnell. Hatte der nicht noch über die Hälfte an Energie und plötzlich fiel der runter und war tot? Irgendwas ist hier gerade passiert. Ich habe einen Schwebstein bekommen. Das war ein rotes Item. Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken, was mir mein Menü dazu sagt. Items. Schwebstein. Ein Mineral von der Schulter des Bionis mit levitierenden Eigenschaften. Ich meine, wir haben von diesen Schwebsteinen schon gehört. Die sollen ja mitursächlich dafür sein, dass sich die Inseln hier in die Lüfte erheben und dort auch verbleiben. Aber was mache ich mit dem Item, was dazu gehört? Es gibt bestimmt irgendwann mal noch einen Questgeber, der sich danach erkundigen wird. Ich werde jetzt einmal noch die Eule mitnehmen. Und dann habe ich hier Ruhe mit der Ecke und muss hier vermutlich nie wieder hin. Wenn hier nicht aus heiterem Himmel wieder irgendein Ausrufezeichen aufploppt. Aber davon würde ich jetzt aktuell ehrlich gesagt nicht ausgehen. Ja, und die geben über 4000 das Stück, obwohl die eigentlich gar nicht so schwer sind. Ich finde, das sind Gegner, die kann man durchaus mal mitnehmen. Kann ich jetzt einmal noch nach oben? Antwort lautet ja. Gibt es hier was? Antwort lautet nein. Dann gehen wir einfach mal. Der kann hier friedlich weiterfahren. Der hat jetzt seine Ruhe. Wird von keinem mehr gestört, weil ich alle jetzt abgemurkst habe. Ich weiß nicht, ob er darüber glücklich oder traurig ist. Vermutlich Letzteres. Aber ich rede mir ein, dass Ersteres der Fall ist. Klappt manchmal. So. Und dann sind wir hier für den Teilbereich zumindest erstmal durch. Würde ich behaupten. Lass mich mal nochmal kurz auf die Karte gucken. So. Dann kann ich mich jetzt eigentlich wieder hier hin porten. Und dann können wir hier links weitermachen. Denn da müsste ich laut Karte auch wieder ein bisschen genauer hingucken. Denn hier gibt es Kartenabschnitte, die noch verdeckt sind. Und das gilt es natürlich zu ändern. Und mit der Höhle oder Ruine oder was auch immer. Das hieß sogar Ruinenhöhle. Höhle oder Ruine oder was auch immer. Das war eine Ruinenhöhle, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es noch den Gegner mit Eigennamen. Ne? Der eine Ätherader bewacht hat. Sollte ich auch nicht vergessen, denn irgendwann kehre ich dorthin nochmal zurück. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Ein Ponyo! Die Ponyos habe ich bisher auch noch nicht besiegt. Ich dachte gerade, das wäre ein Mar. Ich habe in irgendeiner Folge, relativ am Anfang, hatte ich von irgendeinem schweren Mar erzählt im Eritmeer im Hauptspiel. Könnte aber auch ein Ponyo gewesen sein, jetzt wo ich das Wesen so sehe. Ich glaube, das war sogar ein Ponyo. Okay, ich glaube, ich habe auch gerade ein neues Item aufgesammelt. Auch sehr schön, immer wieder gerne gesehen. So, aber erstmal schön die Ränder abknutschen. So viel Zeit muss sein, so lange bis ich das Spiel zum Abstürzen bringe.
weil ich in Gefilde vordringe, wo man eigentlich nicht hin soll. Ich glaube, da habe ich in meinem Spieldurchgang von Horizon Zero Dawn das Spiel manchmal auch an seine Grenzen gebracht. Ich bin immer die in diese Warnmeldung immer schön reingelatscht ist, weil du wirst ja, wenn du dich zu weit von der Hauptmap irgendwie entfernst, auch darauf hingewiesen, dass die Welt hier endet und du nicht weitergehen sollst und so. Und ich habe das immer bis auf den letzten Winkel alles ausgereizt. Deswegen brauche ich aber auch immer dreimal so lang für solche Spiele. Fümestraße. Aha. Dreimal so lange wie andere Spieler. Deswegen, es gibt ja diese Seite How Long to Beat. Der ein oder andere von euch wird das vielleicht kennen. Und die ist immer eine ganz gute Orientierungshilfe, weil ich noch nie mit der Beschreibung, die dort angegeben ist, weil da können sich Leute irgendwie anmelden und melden, wie lange sie für Spiel XY gebraucht haben und so. Hey, Robta! Na? Die Robtas, die assoziiere ich am ehesten mit dem Magna-Wald aus Teil 1. Da sahen die aber ein bisschen anders aus, würde ich sagen. Waren die da nicht ein bisschen kleiner und ein bisschen grüner? So ein bisschen, weiß ich nicht, kompakter und weniger groß? Also, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich vermute mal, dass meine Beschreibung vom Robta nicht ganz falsch ist. Nee, und bei How Long to Beat, ich habe das in irgendeinem anderen Let's Play auch mal erzählt. Ich habe Pi mal Daumen, ohne Witz, immer wenn dort eine Zeit angegeben ist, lass es, weiß ich nicht, 20 Stunden, 50 Stunden oder 80 Stunden für ein Spiel sein. Ich habe im Durchschnitt wirklich immer oder benötige immer ungefähr das Dreifache der dort angegebenen Zeit. Und wenn ich zum Beispiel wissen will, bevor ich mit einem Spiel starte, wie lange dieses Spiel dauert, dann gehe ich auf die Seite rauf und denke mir nicht so, oh, durchschnittlich 50 Stunden. Ich rechne in meinem Kopf immer das Dreifache schon um und denke mir, oh, 150 Stunden würde ich ungefähr an dem Spiel sitzen. Und das passt wirklich oft wie die Faust aufs Auge. Es ist echt, echt gruselig und spannend zugleich manchmal. So. Oh, guck mal, ich bewege mich auf ein neues Ausrufezeichen zu. Und, was noch viel, viel besser ist, auf die Ebene, wo ich schon... Ja, ich erkenne jetzt auch, wo ich bin, da ganz hinten, da wo es so ein bisschen dunstig wird. Da habe ich mich in der letzten Folge versucht fallen zu lassen. Jetzt gerade habe ich schon wieder dieses Freiheitserkundungsgefühl, was mir die Gower Plains in Teil 1 auch vermittelt haben, als ich dort das erste Mal langlaufen durfte. Und ich liebe es. Ich liebe es. Ich könnte schon wieder nichts anderes machen, als den ganzen Tag nur Welten zu erkunden. Und diese Euphorie, die erreicht ihren Zenit, wenn ich dran denke, dass bald einfach Teil 3 rauskommt. Das ist irgendwie immer noch so surreal, unglaubwürdig. Und wenn ich mich da richtig reinsteigere, da merke ich richtig, wie ich Puls kriege. Also so positiven Vorfreudenpuls, wenn ihr versteht, was ich meine. So, aber erstmal an den Gegnern hier vorbei. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Fliegenden. Die waren zwar levelmäßig als okayisch gekennzeichnet, aber was heißt das? Oh Gott, was heißt das schon? Da ist einer mit Eigennamen. Zu spät gesehen leider. Warte mal. Warte mal, wenn ich jetzt Glück habe, dann komme ich vielleicht noch mit dem Balken so voll, dass ich gleich Melia noch wiederbeleben kann. Aber ne, 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 ne. Und da schwindet der Traum dahin. Da schwindet er dahin, jetzt hier diese Lücke schließen zu können. Mist, verdammter. Wenn dieser Eigennamengegner hier nicht wäre, Scheibenkleister, dann hätte ich es vermutlich gepackt. Ich habe den aber auch zu spät registriert. Oh, und hier ist der Laufweg jetzt richtig ätzend. Wo bin ich denn gestorben? Hier oben. Ja, das ist mit ein bisschen Lauferei verbunden. Weil von der Säulenkuppe kannst du dich auch nicht fallen lassen. Na gut, ich gehe dann mal. Und irgendwie bin ich noch nicht bereit, diesen Weg hier aufzugeben. Ich werde es jetzt nochmal probieren. Ich bin nur am Überlegen. Mit Kampf oder mit Durchrennen? Warte mal, hier ist irgendwo... Hier muss aber auch... Muss aber auch das rote Item sein. Da hinten liegt die Kiste, wo ich zuletzt gekämpft habe. Okay, wer stört? Alles klar, den grünen Lykos, den krieg ich nochmal eben schnell weggehauen, denke ich. So, das war's mit dem. Ich
bin auch am Überlegen, ob ich an meiner Gruppe nicht nochmal was ändern soll. Warte mal. Ich glaube, Kino war nämlich der, der die ganzen Heilsachen konnte, oder? Vielleicht hätte ich für den Kampf auch einfach Nene rausnehmen sollen. Melia rein und mit Schulk, Melia und Kino mein Glück versuchen sollen. Aber ich glaube trotzdem, dass das noch zu anspruchsvoll ist. Ich würde gerne den roten Punkt einmal spotten. Da hinten leuchtet irgendwas rot, aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, den ich meine, oder? Nee. Hä, der ist schon hinter mir. Warte mal. Den sehe ich ja sogar auf der Minimap. Ich bin in einer völlig falschen Ecke gewesen. Guck mal, eventuell wird es jetzt hier nämlich ein Happy End geben. Oh. Hier ist ein Pterus, aber keiner mit Eigennamen. Und hier ist das Item, nach dem ich suche. Sehr schön. Guck mal, damit haben wir die Hälfte beisammen. Ich wette, da gibt es dann auch wieder eine schöne neue Belohnung, wenn man das abgibt. Ich würde den gerne einmal bekämpfen, weil der hier in so einer relativ kompakten, sicheren Ecke zu bekämpfen ist und weil der bestimmt ein neues Item auch parat hat, was ich noch nicht besitze. Und dann werde ich danach die Beine in die Hand nehmen und einfach rennen. Einfach rennen und hoffen, dass das ausreicht, um in den hinteren Bereich vordringen zu können. Also in den nordwestlichen Bereich. Ihr wisst ja, wo mein Ziel ist. Da, wo die ganzen Ätheradern auch warten. Und ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht der erste geheime Ort sein könnte. Also, wenn sie das Feature beibehalten haben hier im Epilog. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie hier auch 2, 3 davon eingebaut haben. Weil das hat immer... Oh, der hat gerade über 13.000 Erfahrungspunkte dagelassen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So, warte mal. Jetzt drehen wir wieder an der Zeit. Einmal wieder auf den Klassiker 6 Uhr. So, und jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Und hoffe, dass ich hier irgendwie den Hauch einer Chance habe, da durchzukommen. Weil wenn die sich alle mittig tummeln, ich weiß halt nicht, woher die Eule kommt. Das ist das Problem. Ich wünschte auch, dass dieser starke Gegner einer wäre, der nicht fliegt. Weil die Fliegenden, die sind immer so unberechenbar, was deren Range angeht. Und da habe ich immer gar keinen Bock drauf. Warte mal, kriege ich das hier eingesammelt? Ja, schon wieder nur der olle Froststahl. Brauche ich nicht. Gehölzeule. Okay, warte mal, wo ist denn die eigentlich gefährliche Eule da? Oh, steht aber auch sehr mittig. Ich glaube, von der gegenüberliegenden Seite, ich glaube, die steht eher ein bisschen rechts als links, oder? Wenn ich jetzt verrecken sollte, da ist mein Item. Nein! Shit! Renn, Schulk! Gib alles, was du hast! Hol alles an Fitness raus, was dir noch in deiner Lunge übrig ist. Zeig uns, wie viel Kondition du hast, Flügellanze. Das ist eine Ortsbezeichnung. Eigentlich ein klassischer Waffenname. Aber okay, wenn ihr die so nennen wollt, dann macht das mal. So, jetzt ist die große Frage. Ich bin ja nur gespottet worden, weil ich quasi hinter der Eule gesprungen bin. Wer hat mich im Visier? Wer ist das? Achso, du bist... guck mal, von den Difflern wollte ich auch einen töten. Einfach nur aufpassen, dass ich die Dings nicht triggere. Die Eule mit Eigennamen. Und dann sollte der Rest eigentlich passen. Ey, die finde ich vom Design her richtig creepy. Weil die halt so... Weiß ich nicht, keine Augen haben. Zumindest sehe ich die bei denen nie. Und dann diesen massiven Unterkiefer... Ich weiß nicht, als Kind würde ich von denen Albträume bekommen. Aber auch als Erwachsene bin ich immer noch ein bisschen... wird mir ein bisschen flau in der Magengegend bei den Viechern. Ich weiß auch nicht. 11.400, auch ordentlich. Schön erstmal die Schleimhäute von dem Riesending mitgenommen. So, warte. Jetzt gilt es wieder, Grenzen auszuloten. Hier habe ich erstmal die Möhre mitgenommen. Ist bestimmt wichtig. Gut für die Augen und so. So, und jetzt ist hier die Frage. Hier müsste ich nämlich nicht springen. Dreht mir diese Eule gerade den Rücken zu? Boah, ich glaube, das wird nichts. Ich wette, die haben das Ding so platziert, dass dich immer einer spottet.
Aber wenn ich den weggelotst kriege, ne? Wenn ich den weggelotst kriege, ohne dass die andere Eule auf mich aufmerksam wird, dann kann ich wieder hoffen. Und das scheint mir nicht gerade ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Es sei denn, die haben irgendeinen Ruf oder einen Tanz. Ich habe gerade Funkentanz gelesen. Zustandsveränderung, wundervoll. Wie wir alle schön im Kreis stehen und erstmal eine Runde pennen. Kann man mal machen. So, warte, warte, warte. Ich will hinter dich. Ich will hinter dich. Warum hat er den Fokus auf mich? Der dreht sich immer dahin, wo ich mich gerade mitdrehe. Kino oder Nena, eine von beiden hatte die Möglichkeit, die Aggro auf sich zu ziehen. Aber die Schläge gehen auch oft daneben. Ich glaube, das macht die Eulen so ein bisschen aus, kann das sein? Oder habe ich irgendeinen Debuff, der meine Treffsicherheit beeinträchtigt? Ich glaube, das war's. Jawohl. So, okay, du bist down. Eulenkleinod und feinster Schnabel. So, jetzt kann ich wieder hoffen. Ich glaube, das könnte jetzt tatsächlich klappen. Oh, bloß auf nicht der Große hier, der... Oh, nee! Der Fliegende da über mir, der war gerade meine größte Sorge. Jetzt. Die wenden sich ab, die wenden sich ab, die wenden sich ab. Ich hab's! Geil! Der größte Triumph auf jeden Fall in der Folge bisher. Sehr schön. Ach, da freue ich mir. Ich muss mir trotzdem die ganzen Gegner mit Eigennamen merken, weil... Ach, Flügellanze war sogar ein Reisepunkt. Das habe ich gar nicht registriert. Die Gegner mit Eigennamen, die will ich irgendwann alle noch besiegen. Das ist so ein Ehrending. Weißt du, ich muss Ehre meiner Familie wiederherstellen. Das kann ich mich bei denen nicht mehr blicken lassen. Meine Mutter wird mir nie wieder die Tür öffnen, solange ich diesen Gegner nicht aus dem Weg geräumt habe. Ist das ja auch Pororo? Nee, das ist was anderes. Vielleicht wieder so ein Schwebstein? Ja. Okay, davon scheint es jetzt hier einige zu geben. Aber ich finde es gut, dass man mit Hilfe der Karte das so ein bisschen auseinanderhalten kann, was ist. So, hier wird es jetzt interessant. Denn das war schon mal eine Ansage. Die Gegner, die hier bisher die ganze Flügellanze bewacht haben oder den Zugang oder was auch immer. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass wir gleich wieder in einem Gebiet sind, wo wir ausschließlich rote Gegner vorfinden. Hier ist noch ein brauner. Haben wir hier hinter dem Felsen noch irgendwas? Nee. Oh, was bist du denn? Eine Saatwollschröte. Schröte ist auch so ein geiles Wort. Tröte und Kröte miteinander verheiratet. Und irgendwie Schildkröte, aber das ist ja auch primär die Kröte, die dann übrig geblieben ist. Na gut, mit dem Schild am Anfang vielleicht doch ein bisschen. So, aber die sind vermutlich sehr langsam. Eine würde ich schon ganz gerne mal umnieten. Oh nein, die haben schon wieder diese Zacken. Der Part ist leider noch nicht online, glaube ich, wo die Zacken das erste Mal Thema gewesen sind. Ich glaube, von dieser Schröte werde ich dann erstmal Abstand nehmen und mir eine andere suchen. Aber eine würde ich ganz gerne umhauen. Auch wieder Gamaro-Hohlbruch. Auch wieder, um einfach deren Standard-Item zumindest einmal mitzunehmen. So, aber hier fliegen überall so Viecher drum. Dann ist es vielleicht doch sinnvoll, hier zu starten. Ich meine, jetzt mit dem Flügellanzen-Teleportations-Reisepunkt-Dings kann ich ja relativ schnell, wenn das hier richtig in die Hose gehen sollte, auch wieder zurückkehren. Und im Nachgang vielleicht einfach beschließen, dann doch dran vorbeizurennen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das hier so ein Kampf ist, wo Mel ja vielleicht die bessere Option gewesen wäre. Aber jetzt ist es zu spät. So, warte. Oh, hier habe ich aber einige Ausrufezeichen. Tickt feindliche Auren und versiegelt sie. Ja, mach mal. Verzichte ich jetzt freiwillig auf meinen Schaden und hoffe, dass das taktisch nicht die allerdümmste Entscheidung war. So, ich muss jetzt diese Zetzen erstmal aus dem Weg räumen. Oh nein, da stirbt gleich jemand fast. Nein, Kino, ach Mann, ey. Was soll das? Warum so schnell? Warte, hier wiederbeleben, bitte. Ja, der verreckt eh gleich wieder. Nee, diesmal kam die Heilung noch rechtzeitig. So, kann ich jetzt bitte mal hier
die Gegnerreihen ein bisschen lichten. Das wäre ganz schön. So, eine ist auf jeden Fall weg. So, dann habe ich als nächstes die mit den komischen Stacheln. Ja, super. Jetzt ist Nene verreckt. Okay, warte, komm. Ich muss jetzt einmal... Achso, ich bin auch tot. Super. Alles klar. Ich lasse die Schröten jetzt erstmal links liegen. Gar keinen Bock mehr. Voll demotiviert. Hat bestimmt was mit den Zacken zu tun. Ja, danke. Danke, rote Box. Genau das brauche ich jetzt, um wieder Motivation zu schöpfen. Genau das. Gruß an die Idiotenbox geht raus. So, jetzt ist die große Preisfrage. Komme ich da noch ran? An die Kiste? Ich würde sagen, nicht. Dadurch, dass die Schröte ein Augensymbol über sich hat, ist das, glaube ich, ein bisschen zu riskant. Haben diese fliegenden Viecher hier auch diese komischen Zacken? Ja. Nee, ich glaube, das ist mir noch ein bisschen zu heikel alles. Ich hätte gerne eine ohne Begleitung. Aber ich schätze mal, dass das hier in freier Natur immer miteinander einhergeht. Oh, hier ist aber viel Platz. Hier ist sehr viel Platz. So, was ist denn mein nächstes Ziel? Dieses Ausrufezeichen einerseits und der rechte Rand auf der Karte, der nicht ganz aufgedeckt war. Da ist der nächste Nopon. Hallo, mein Nopon-Freund. Wir haben tatsächlich heute in der Folge noch mit keinem Nopon gesprochen, glaube ich. Das ist ja ein Verbrechen an der Menschheit. Oh, hier komme ich nach oben. Was? Moment, hier komme ich aber nicht so nach oben an eine Stelle, wo ich schon mal war, oder? Alte Erkundungsbasis, cool. Das sieht... Nee, hier bin ich jetzt an der Ether-Ader, die ich aus der Entfernung mal gesehen habe. Das ist schön. Vor allen Dingen, weil ich hier auch meine Ruhe habe. Die letzte rote Ether-Ader. In der letzten Folge war das, glaube ich. Das war so mitten in so einem waldigen Gebiet. Ich habe Gegner hinter mir. Aber nicht auf meiner Ebene, oder? Nee, ich glaube, ich bin hier sicher. Oh, da ist irgendwas, sieht irgendwas pestig aus. Also so vergiftet. Aber da komme ich gerade her, ne? Ja, also eigentlich war da nichts. So, hier gibt es ansonsten nichts weiter. Deswegen können wir uns jetzt, glaube ich, voll und ganz auf unseren nächsten Nopon-Freund konzentrieren. Im Gamaro-Hohlbruch. Hi, was? Nonossos. Das ist dann die griechische Ausführung der Nopon, der Quotengrieche. Qualifiziert, zertifiziert, seit alter Zeit. Was? Seit alter Zeit deifiziert? Deifiziert? Kenne ich nicht das Wort. Seit alter Zeit deifiziert. Ponspector Nonossos ist Legende, ist Alpha Omega Anfang und Ende. Tu, nuhu, so ist also, Nonossos hat gewusst, dass Freunde irgendwann Cookie da machen würden. Heute ist also Tag von Schicksal. Stand schon in Struktur von Raum und Zeit selbst geschrieben. Konnte gar nicht anders kommen für erwähnten Nonossos. Zeit ist reif. Ritual der 100 Rogel hat der längst prophezeit, dass Freunde lang gehegten Traum erfüllen werden. Werden uralten Erzfeind Dingelinger den 13. niederstrecken und dunkle Flammen von Rebellion in Chaos-Dimension tragen. Nu, Freunde wollen mehr wissen über Dingelinger 13 und wo genau komische Dimension liegt. Ist jetzt keine Zeit für Erklärung, bis Ohr abfällt. Müssen schnell uralten Pakt mit Nonossos besiegeln. Dafür bitte zuerst widerlichen Fiesling ganz in Nähe verdreschen. Piff-Paff von unholdigstem Unhold wird Freunden wegweisen zu ultimativem Siegel von Weisheit. Dann und nur dann wird Freunden Pfad offen sein zur Erlangung von einzigartigem Wahrblick. Na dann. Oh, das gibt schon 50.000. Das ist ein Statement. Ich wette, der wird nicht einfach. Folge Nonossos kryptischen Hinweisen und besiege den widerlichen Fiesling, um deine Würdigkeit zu beweisen. Okay. Oh, schicksaliges Schicksal webt Fäden von Fügung auf ganz eigene, zwirbelige Weise. Tja, so kann man das auch sehen. Aber der hat sich wirklich sehr kryptisch geäußert. Also, ich habe irgendwie
Nur Bahnhof verstanden. Nu. Nonosos verspürt Kribbelkrabbel in Ohr, vernimmt unheilvolles Gebrüll in Ferne. Ist Dingelinger 13, unholdigster Unhold, ruft nach Nonosos aus abyssalischsten Untiefen. Kommt bald holen! Ja, einmal Luft holen täte dir ganz gut, genauso wie mir vermutlich auch. Aber ich bin gespannt, was da für ein Vieh auf uns wartet. Warte mal, sehe ich schon auf der Karte, wo der sich befindet? Nicht so wirklich, aber wenn ich die Mission markieren würde, eventuell. Warte mal. Missionsbuch. Nonosos Berufung. Auf aktiv setzen. So. Jetzt müsste ich hier irgendwo... Ich habe es gerade auf der Minimap schon gesehen. Ah, hier, ganz am Ende. Alles klar. Vielleicht können wir vorher noch mal einen tiefen, entspannten, ruhigen Moment genießen. Verbotenes stille Land. Ah ja. Okay. Normalerweise laufe ich immer links lang. Ich gehe jetzt hier nur rechts lang, weil das mit Blick auf die Offenlegung der Karte ein bisschen mehr Sinn ergibt, hier lang zu laufen, um die Grenzen so ein bisschen abzustecken. Wo ist die Musik abgeblieben? Das löst so ein gefährliches Unwohlsein aus, finde ich, wenn die ausbleibt. Weil man das Gefühl hat, dass jeden Augenblick irgendwas diese Stille durchbrechen könnte und man hier dem Tode geweiht ist. Aber ich glaube, diese Eridrana, die wird nicht unser Todesvollstrecker sein. Ich glaube, hier haben wir noch gute Chancen. Oh nein, da mischt sich jetzt wieder eine Eule ein. Auf euch Eulen bin ich ganz schwer vor allen Dingen, ganz schlecht zu sprechen. Oh, jetzt kommen sich auch noch in größerer Anzahl. Das gibt's doch nicht. An den Eulen nervt mich am meisten, dass ich nie oder oft nicht verstehe, aus welcher Ecke die eigentlich angeflogen kommen. Die hast du halt oft nicht auf dem Schirm, ne? Aber genau deswegen hat man die wahrscheinlich ins Spiel implementiert. Genau das sollen sie nämlich vermutlich auch machen. Irritieren, verwirren, stressen. Und das machen sie ganz formidabel. Warte mal, die andere Eule, die ist schon fast hinüber. Jetzt sollte ich mich eher auf die stürzen. Dafür müsste ich nur aus meinem Schlaf erwachen. Am besten heute irgendwann noch. Danke. So, einmal aufmuntern. So, und jetzt bin ich wieder bei der Eule. Alles klar. So, warte mal. Ich habe jetzt hier ganz viele Ausrufezeichen, die lustig vor sich hin wackeln. Ey, die Zustandsveränderungen, die sind hier schon so ein bisschen nervig, ne? Ganz gelinde gesagt. Komm, jetzt einmal Monado-Action hier. Und dann darf gerne auch eine von den beiden auch mal sterben. Ich habe hier schon wieder so ein richtiges Weißbrot-Timing, was die sinnvolle und perfekte Nutzung der Ausrufezeichen-Momente anbelangt. Also Ausrufezeichen-Momente, ich kann das ja selber steuern. Ich kann ja auf den Gegner gucken und mich entsprechend platzieren. Nur ich konzentriere mich irgendwie so ein bisschen auf die Leiste unten und bin entsprechend faul. Guck einfach, wann das Symbol plötzlich da ist. Aber ich glaube, wir sind aus dem Gröbsten raus. Ich glaube, wenn jetzt keine Eulen mehr nachrücken, dann haben wir es auch soweit. Hoffentlich. Monado-Action, jawohl. Mein Monado hat gerade voll daneben gehauen, übrigens. Aber ich glaube, das Spiel programmiert das relativ fair und lässt sich trotzdem die Gegner immer treffen. Bin mir nicht ganz sicher, aber den Eindruck habe ich zumindest. So. Hat sich ja wenigstens von der Kistenausbeute her gelohnt. So, dann ist es mir hier wieder ein bisschen zu dunkel. Das würde ich gerne einmal wieder anpassen. So, und dann steht die Frage im Raum, wie komme ich hier in das nächste Ausrufezeichen? Wobei ich hier Hoffnung habe, dass wenn ich bis zum Ende durchlaufe, da einfach rechts nach oben laufen kann. Und darauf verlasse ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen. Oh, da ist ein Brachiat. Aber den will ich jetzt ehrlich gesagt nicht probieren. Zumindest nicht, bis der ohne so viele Begleiter hier vor mir steht. Das scheint mir nämlich noch eine etwas zu große Nummer zu sein. Wobei ich mir bei denen eigentlich sogar vorstellen könnte, dass ich da eine Chance hätte. So, das war irgendwie zu erwarten. Wobei, es ist schon wieder so eine olle Eule. Gegen die Kröte hätte ich jetzt gerne gekämpft, aber die Eule muss nun echt nicht sein.
So, habe ich mal ein bisschen abgekürzt hier. Die 10. Eule müssen wir uns dann, glaube ich, auch nicht mehr zusammengeben. Dafür hat mich die Kröte jetzt in Ruhe gelassen. So, was mache ich jetzt mit dem Ausrufezeichen? Muss ich da wirklich ganz nach oben? Das ist aber laut Karte gar nicht mehr begehbarer Bereich, oder? Ach doch. Guck mal hier hinten. Ach nee, doch nicht. Hä? Ich muss von der Himmelsbrücke aus, muss ich da hin. Ich bin gerade voll auf dem Holzpfad gewesen. Das ist hier auf diesem Plateau. Warum bin ich denn da nicht hingegangen? So, also da werde ich mich jetzt auf jeden Fall nicht hinporten, weil dann darf ich den ganzen Weg hier nochmal machen. Und das brauchen wir, glaube ich, alle nicht. Ich guck mal erstmal, wie weit ich jetzt hier noch komme. Vielleicht können wir auch einen Blick auf das Monster erhaschen, was wir da für unseren griechischen Nopon-Freund erledigen sollen. Heilung 3. Ich glaube, das könnte der Gegner eventuell sogar schon sein, ne? Wassermantel. Ein Kricher-Istal. Kricher-Istal. Wenigstens bist du vom Level her durchaus in Sphären unterwegs, wo man eventuell den Hauch einer Chance hat. Das sprach ich aus, bevor ich den Nidus da erspäht habe. Oder seid ihr gar nicht meine Ziele? Nee, ihr seid noch gar nicht mein Ziel. Ihr seid nur random standardmäßige Gegner. Okay. Ganz weit am Abgrund schön entlang spazieren. In der Hoffnung, dass man nicht gespottet wird. Hat auf jeden Fall gut funktioniert. Aber ich glaube, ab sofort wird das ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht, wie lange ich hiermit noch durchkomme, die ganze Zeit an den starken Gegnern vorbeizulaufen. Aber solange uns niemand aufhält, kann man ja mal so weitermachen, ne? So, ich wünschte mir jetzt so doll einen Reisepunkt, damit ich mich nochmal zurückporten kann und da auf dieser Himmelsbrücke gucken kann, ob ich an das Ausrufezeichen rankomme. Perfekt! Neuer Reisepunkt! Steinbruchkolonie! Sehr gut. Ey, ich habe ja voll Bock, den zu bekämpfen, ne? Schade, dass der hier nicht alleine ist. Auf beide Gegner hätte ich eigentlich Bock, aber nicht im Doppelpack. Das muss dann auch nicht sein. So, warte mal, was sagt die Karte? Karte sagt, dass wir eigentlich gut dabei sind. Dieses Ausrufezeichen hier, das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ist eventuell hier direkt vor mir, also hinter dem Nidos, dieser rote Punkt? Könnte das sein? Dass ich vielleicht gar nicht oben nach einem Weg suchen muss, sondern hier schon fündig werde? Ich habe mich auf jeden Fall gerade gut durch den Nidos durchgesneakt. So viel steht mal fest. Das hätte auch anders ausgehen können. Ich glaube, hier komme ich an mein Ziel. Ja! Ja! Da schließt sich ein weiterer Kreis. Ich bin so glücklich. Wir müssen mal wieder Pororo besuchen gehen. Ich glaube, Pororo schenkt, hat uns beim letzten Mal irgendwas zum Ausrüsten geschenkt. Und da Ausrüstung hier gefühlt eher Mangelware ist, nehme ich gerne noch mehr davon entgegen. Ach, das war diese Geschichte. Ja, das erklärt auch, warum ich da nicht hingegangen bin. Das erklärt aber nicht, wie man da hinkommen soll. Wie funktioniert das? Was muss man tun? Gibt es vielleicht einen Teleporter später, der einen dorthin bringt? Vielleicht muss ich unten einmal gegen die Säule ditchen und dann fängt da alles an zu wackeln und dann kracht alles zu Boden und dann kann ich die Leibspeise einsammeln. Schwierig. Auf jeden Fall habe ich jetzt meine Erinnerung wieder gut aufgefrischt und weiß, warum das beim letzten Mal nicht geklappt hat. Dann können wir jetzt erstmal hier weitermachen. Wie gesagt, wenn dort wenigstens stehen würde, verschlossen oder so. C-Kur Mager. Dann wüsste ich wenigstens, dass ich irgendwie einen Schlüssel oder sowas suchen muss, aber so einen Hinweis gibt es da halt nicht, ne? Naja, hoffe ich mal, dass sich das bis zum Schluss aufklärt. Ich muss mir einfach ein paar Stichpunkte irgendwann mal machen. Ich habe jetzt zwei Gegner mit Eigennamen und den versperrten Bereich auf dieser schwebenden Insel mit dem Zaun. So, was haben wir hier? Ruhiger Moment. Nein!
Schade. Sehr, sehr schade. Bekomme ich dann aber irgendwie Charaktere noch mit dazu? Weil diese Fragezeichen in den Charakterslots, die zeigen, finde ich, oder die deuten an, dass genau das die Herausforderung ist, dass mir nämlich noch Charaktere fehlen. Hm. Keine Ahnung. Ach, du grüne Neune. Ich glaube, hier sollte ich noch nicht sein. Warte mal. Ich meine, hier ist zwar mein Questgegner, aber ich glaube, hier sollte ich noch nicht sein. Du bist aber nicht das Questmonster. Es ist irgendwie hinter dir. Also theoretisch könnte ich versuchen, vorbeizurennen. Wobei, ich muss nicht mal rennen. Wenn ich einfach ein bisschen geduldig bin, dann kann ich einfach ganz tiefenentspannt hier vorbeilaufen. Aber ich bin halt nicht geduldig. Ich wünschte, man könnte sich irgendwie temporär unsichtbar machen oder so. Was ist denn da hinten für ein Symbol? Diese Sprechblase, was ist denn das? Keine Ahnung. Kann ich gerade nicht einordnen. Vielleicht ist das mein Questziel. Immersprung. Oh, die Ätherader, die sieht aber schön aus, weil die so nach oben ragt und so ein bisschen mehr Leuchtkraft dadurch mitbringt. Hier ist auf jeden Fall eine noch. Ich kann mir vorstellen, dass hier diese Ätheradern in dem Bereich durchaus zu den besseren gehören könnten. Guck mal, kritische Rate ist doch schon mal nett. Erdmantel haben wir bisher auch noch nicht gefunden. Und was war das dritte nochmal? Erdmantel, sogar Stufe 3 dann. Sehr cool. Und meine Frage vom letzten Mal habe ich mir gerade auch beantwortet. Wenn man die Ätherader einmal nutzt, dann verschwindet auch das Symbol dazu. Okay. Alles klar. Jetzt würde ich so gerne auf die andere Seite, aber dieses langsam gelaufen, das ist so ein bisschen belastend. Da ist ein Ausrufezeichen. Das heißt, entweder neuer Missionsgeber oder Missionsziel. Eins von beiden. Aber warte mal, wenn ich da hingucke, dann ist ja das Missionsziel. Das wird es dann vermutlich auch sein. So. Das Problem ist nur... Ja, also jetzt hat die sich das erstmal so richtig schön im Übergangsweg gemütlich gemacht. Oder komme ich hier rechts weiter? Nee, aber hier sind noch Sachen zum Einsammeln. Ich glaube, die kann man nochmal mitnehmen. Holy shit. Also das sind dann drei Gegner übrigens, ne? Weil ich vorhin noch meinte, bei den Sachen, die ich mir eigentlich notieren müsste. Ach, das ist eine andere... Das ist eine Spinnkönigin. Das ist also der Standardgegner. Und vermutlich auch der einfacher zu besiegende Gegner. Wie komme ich denn jetzt an diese Ätherader? Nicht über den Weg, den ich hier gerade lang laufe, ne? Sondern hier einmal rum. Oh my gosh, geh da bitte nicht rein. Ich habe so eine Angst vor dir. Du bist so eklig. Aber du tust mir nichts, wenn ich langsam laufe, ne? Das würde ich mir hier schon ganz gerne mal mitnehmen. Ey, meine Hände, ne? Ich wünschte, jeder könnte jetzt einmal meine Hände antatschen und die wahrscheinlich völlig angewidert wieder zurückziehen, weil ich gerade so schweißnasse Hände habe. Da hinten ist noch was zum Einsammeln, aber ich will eigentlich nur die Ader. Ich bin so ungeduldig, jetzt jedem leuchtenden Punkt hinterher zu laufen, aber die hier zumindest einmal würde ich dir gerne mitnehmen und gucken, was wir hier für Juwelen rauskriegen. So, Spezialanzeige hoch. Stufe 3. Ist auf jeden Fall was Neues. Wahrscheinlich wird sich die Spezialanzeige dadurch schneller füllen. Hä? Ach, da ist sie schon. Die ist ja voll weit gekommen. Ja gut, die darf sich auch in ihrem Wunschtempo bewegen. Ich darf das eher nicht. Wobei ich jetzt gerade kurz davor bin, einmal durchzusprinten und zu gucken. Aber die Gegner, die folgen einem auch immer so lange. Xenoblade Chronicles, das ist nicht zu unterschätzen. Ach, da oben, das ist das, wo diese drei Spitzhacken so beieinander liegen. Oh, das ist so gemein. Guck mal, die hinteren, die werden mich spotten, werden mich angreifen und durch den Krach werden dann vermutlich auch die anderen auf mich aufmerksam. Das ist ja mal okay, jetzt bin ich zu schnell gelaufen. Das war nicht mal beabsichtigt. Aber kommt mir gerade auch ganz gelegen, weil dann kann ich mal hier einfach gucken. Oh, ich verliere aber richtig viel Damage. Das ist ganz schön viel Schaden, den sie ausgeteilt haben. Ich dachte, ich würde hier ein bisschen
glimpflicher davonkommen. Oh mein Gott, ein Arena-Oger. WTF, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Ich bin auf jeden Fall gleich ziemlich tot. Mir geht es gerade nur wieder um Kartenaufdeckung. Deswegen immer schön in die Ränder reinlaufen, damit ich beim nächsten Versuch hier in das Gebiet reingehen zu wollen. Hallöchen! Ja, auch möglichst viel von der Karte schon offen habe. Also ich glaube, diese Mission, die werde ich erstmal ein bisschen auf Eis legen. Ich habe das aber gut aufgedeckt, guck mal. Es gibt hier keine ausgekrisselten Ränder mehr. Das heißt, der Raum, wo ich zuletzt im Angesicht des Todes quasi reingeblickt habe, das wäre auch mein Zielraum gewesen. Und ja, das wird auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht der Fokus sein. Ich guck mal eben grob. Hier ist der richtige Weg. Und hier vom Zinnoberplateau aus, da gibt es noch ganz viel zu entdecken nach Süden raus. Ich glaube, ich würde mich dann einfach hier einmal hinporten, um mir fürs nächste Mal wieder so ein bisschen das in Erinnerung zu rufen, weil ich werde morgen vermutlich Trails of Cold Steel aufnehmen und will beim nächsten Mal, wenn ich mich an Xenoblade wieder ransetze, nicht durcheinander kommen. Ich werde dann hier einfach weitermachen mit der Erkundungstour und dann gucken, wie weit das hier nach Süden ausschert. Es muss ja auch irgendeine Möglichkeit geben, hier noch hinzugelangen. Aber es kann natürlich sein, dass man auch erstmal die Geschehnisse in Alkamoth weiter voranbringen muss, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt hier schon alles aufdecken kann. Es sei denn, Alkamoth ist dann der Endgegner. Aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ach, guck mal, hier ist noch Whisper-Windbrücke. Die Bezeichnung habe ich ja gar nicht gesehen, als wir das freigeschaltet haben. Ich habe nur Fümestraße registriert. Na gut, egal. Der Plan fürs nächste Mal steht. Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.